Das Pendel der Zeit schlägt hin und her und enthüllt immer verschiedene Blicke in die Vergangenheit und in die Gegenwart. Hallo, hier ist Nadine von Aquasoft und heute habe ich wieder eine kreative Bildidee für euch. Ihr seht es schon, es ist ein Wechsel zwischen einem alten Bild und einem neuen Bild. Und dieser Wechsel wird hervorgerufen durch eine schwingende Taschenuhr, die immer so ein bisschen hin und her pendelt und mal das alte Bild und mal das neue Bild. Ich habe hier zwei Beispiele, die haben aber beide den gleichen Aufbau. Ich klappe mal das eine zu. Zuerst muss ich euch auch sagen, wir sind heute in Stages. Dieses Unterfangen könnt ihr auch mit Video Vision oder ganz normal mit DiaShow in Angriff nehmen. Mit Stages ist es ein bisschen einfacher und vielleicht lernt ihr in diesem Video auch nochmal eine neue Funktion kennen, für die es sich dann doch lohnt, auf Stages zu wechseln. Aber ärgert euch nicht, wenn ihr diese Funktion jetzt nicht nutzen könnt. Ihr könnt es theoretisch genauso gut auch in den anderen Versionen machen. Und für alle, die im VIP-Club sind und sich das Ganze nochmal wirklich genauer angucken wollen und vor allen Dingen die auch diese Taschenuhr haben möchten, werde ich das dort auch ablegen. Und ansonsten verlinke ich euch unter dem Video dann auch nochmal, wo ihr diese Taschenuhr-Grafik findet. So, jetzt aber in medias res, jetzt gehen wir wirklich zum Beispiel, damit ihr auch sehen könnt, wie ihr das selbst nachbaut. Wie auch in ganz vielen anderen Beispielen brauchen wir mehrere Spuren. Und die erzeuge ich diesmal nicht mit einem Kapitel, sondern mit der Flexikollage. Hier liegt jetzt noch ein Rechteck, das ist noch übrig geblieben. Das brauchen wir im Grunde genommen erstmal nicht. Das hatte ich nur drin, um besser sehen zu können, wie ich etwas arrangieren muss. Dann haben wir hier das erste Bild. Das ist quasi das Bild, was auf der rechten Seite des Pendels liegen wird. Dann habe ich hier den Maskeneffekt. Und im Maskeneffekt steckt dann das Bild, was auf der linken Seite des Pendels liegt. Und dann brauche ich natürlich noch eine Maske. Und die Maske befindet sich in einer Flexikollage. Ich habe die hier auch Flexikollage-Maske genannt. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das so gemacht habe. Denn diese Maske, die braucht ja auch einen Bewegungspfad. Und dann seht ihr ja, so wie jetzt auch hier das Pendel schwingt, schwingt auch die Maske. Wenn ich jetzt mal richtig ranzoome, seht ihr auch sogar noch die Kante der Maske. Die verläuft nämlich hier durch die Kette der Uhr. Aber ich habe jetzt mal darauf gezählt, dass man nicht ganz so genau hinschaut. Und dann muss man eigentlich auch nicht irgendwie eine extra zurechtgeschnittene Maske nehmen. Dann reicht es auch vollkommen, wenn man hier ein Rechteck nimmt. Und der Bewegungspfad, der liegt eben nicht auf dem Rechteck, sondern der liegt auf der Flexikollage. Warum das so ist, das zeige ich euch dann auch gleich. Ja, und zu guter Letzt kommt dann noch die Uhr darüber. Die befindet sich ebenfalls in einer Flexikollage. Eigentlich ist das hier so eine Grafik und dann erhält wieder die Flexikollage den Bewegungspfad. Also das A und O ist unsere Uhr. Und die hole ich mir jetzt erstmal über das Bildobjekt in die Timeline. Also ich ziehe einfach ein Bildobjekt hier in die Timeline. Diese Uhr an der Kette, die habe ich mal wieder von Pexels. Da ist sie allerdings nicht freigestellt. Das habe ich in Photoshop gemacht. Ich habe mir hier kurz rüber geswitcht. Dann seht ihr das. Also die hat ja eigentlich einen Hintergrund, ist auch ein bisschen größer, das Bild. Und ich habe dann einfach über das Freistellungswerkzeug schon mal das Objekt freigestellt und alles, was dann noch übrig war, hier in den Kettengliedern mit dem Radiergummi noch rausgeholt. Hier nehme ich jetzt auf jeden Fall die Einblendung raus und ich ziehe das auch mal so ein bisschen größer. Jetzt verpacke ich das Ganze in eine Flexikollage. Okay, ich sehe gerade, man sieht doch noch das Vorangegangene. Deshalb lösche ich das einfach mal. So, jetzt haben wir hier wirklich nur die Flexikollage. Und jetzt ist es wichtig, einen Bewegungspfad hinzubekommen, bei dem eben unsere Uhr so ein bisschen hin und her schwingt. Ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen kompliziert. Ich bin aber auch kein mathematisches Genie. Ich musste so ein bisschen umherprobieren, wie ich die Drehung hinkriege, damit das einigermaßen realistisch aussieht. Aber da ich den Weg schon gegangen bin, müsst ihr das jetzt nicht mehr machen und wir gehen das einfach mal zusammen durch.
Ich wechsle mal hier in die manuelle Eingabe. Wenn ihr die manuelle Eingabe nicht habt, könnt ihr auch einfach STRG und M drücken oder ihr geht hier unter Ansicht, Steuerelemente auf die manuelle Eingabe. So, und jetzt hatte ich es ursprünglich so gemacht, dass ich zwei Bewegungsmarken hatte und immer mit diesem Knubbel, mit dem Kreis hier oben, versucht habe, das zu drehen. Mir ist aber dann aufgefallen, dass die Drehung nicht ganz so ist, wie ich es gerne hätte. Und dann habe ich angefangen, das Drehzentrum hier noch zu ändern. Aber der Reihe nach. Also wir wollen ja, dass die Uhr quasi von so nach so schwingt. Und dabei soll aber die Kette immer hier oben an der gleichen Position sein. Es soll sich also jetzt nicht das gesamte Bild hin und her bewegen, sondern es soll so wirken, als wäre die Kette der Uhr hier an einer Stelle verankert. Bei der Z-Achse stelle ich dazu jetzt erstmal einen Winkel von 45 Grad ein. Und jetzt schiebe ich mir das so ein bisschen so hin, wie ich es mir vorstelle, wie es aussehen sollte, könnte. Aber ich verändere so ein bisschen mal das Drehzentrum. Bei mir war es so, ich habe es durch Ausprobieren gefunden, was das beste Drehzentrum ist. Wenn ihr das mit einer anderen Grafik macht, dann würde ich euch empfehlen, einfach hier über die Pfeile das zu steuern, wie das am besten aussieht. Und jetzt nutze ich mal einen Vorteil von Stages. Ich klappe mal hier bei der Flexi-Collage die Keyframe-Spur auf. Und da habt ihr ja hier die Keyframe-Spur für die Bewegungsmarken. In Video Vision oder in Diashow würde ich ja hier auf das Plus klicken, um eine neue Bewegungsmarke zu erzeugen. Aber ich kann es auch anders machen. Ich kann hier einfach in die Keyframe-Spur klicken und dann habe ich nämlich einen Keyframe, der wirklich genau über dem ersten liegt. Ihr könnt das dann, wenn ihr es hier drüber eingefügt habt, natürlich auch auf den anderen raufschieben, aber so ist es wirklich sehr genau. Und jetzt könnt ihr hier bei der Z-Achse schon mal minus 45 Grad eingeben. Jetzt seht ihr ja, so ein bisschen hat sich das Ganze hier doch verändert. Das ist aber nicht schlimm. Ich verschiebe das jetzt einfach über die Koordinaten. Und zwar eigentlich nur bei der X-Achse. Und jetzt würde ich einfach mal kontrollieren, wie das so aussieht. Also ihr habt gesehen, das war jetzt genau eine Schwingung. Aber ihr habt ja gesehen, in meinem Ursprungsbeispiel war es nicht nur eine einmalige Bewegung, sondern es ging immer hin und her. Und jetzt werde ich hier mal von meinem Bild die Anzeigedauer verlängern. Ja, so ungefähr auf 10 Sekunden würde ich sagen. Dann schiebe ich den Keyframe hier auch weiter ans Ende. Und dann gehen wir mal wieder in die manuelle Eingabe. Bei Zeitstempel, da wähle ich Prozent der Objektdauer. Das macht es dann für mich später einfacher, wenn ich es mir doch etwas anders überlege mit der Anzeigedauer. Dann richtet sich das jetzt nicht mehr nach der festen Zeit, sondern dann richtet sich das wirklich nach der Dauer, die das Objekt hat. So, und jetzt das ganz Interessante, nämlich hier bei Timing, da seht ihr das Kurvensymbol. Da klicke ich mal drauf und wähle Kurve. Jetzt könnte ich diese Kurve manuell anlegen, würde aber viel zu viel Arbeit machen. Ich klicke hier mal einfach auf das Symbol mit dem Pfeil und der Kurve und wähle sinusförmige Kurve generieren. Und jetzt brauche ich nur sagen, wie viele Schwingungen auftreten sollen. Da sind schon 3 eingestellt, das ist auch das, was ich haben möchte. Da bestätige ich mal mit OK. Und jetzt seht ihr, dass diese Kurve 3 Ausschläge hat. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also das Pendel schwingt wunderbar hin und her, so wie wir das wollten. Jetzt brauchen wir noch die Maske und die Maske muss auf die gleiche Weise hin und her schwingen wie auch unser Pendel. Und jetzt kommt uns das zugute, dass wir nicht den Bewegungspfad hier drauf angewendet haben, sondern dass wir den eben auf die Flexi-Collage angewendet haben. Jetzt nehme ich mal hier mein Rechteck. Wenn ihr das noch nicht habt, kein Problem. Ihr findet das unter den dynamischen Formen in der Toolbox.
und dann ziehe ich es hier in meine Flexi-Collage. Und alles, was ich jetzt noch machen muss, ist eben die Größe und die Position anpassen. Ich stelle es ein, dass es so ungefähr hier auf der Kette liegt. Und jetzt verkleinere ich mal die Ansicht. Ich ziehe das auf jeden Fall noch größer, denn wenn die Kette schwingt, muss es ja auch eine gewisse Größe haben. Und ich ziehe es auch hier nochmal so nach hinten. Und wenn der Übergang ein bisschen weicher sein soll, kann ich jetzt hier bei weicher Rand das auch nochmal einstellen. Es ist vielleicht sogar ein bisschen schöner. Ja, das habe ich jetzt. Jetzt kontrolliere ich aber nochmal schnell, ob das auch wirklich so schwingt, wie ich mir das gedacht habe. Aber ja, das klappt. Und es ist auch wichtig, dass das Rechteck weiß ist, einfach für die Maske, damit die gut funktioniert. Jetzt habe ich hier meine Flexi-Collage und ich brauche das Ganze zweimal. Also kopiere ich sie mit STRG C und füge sie wieder ein mit STRG V. Und die erste Flexi-Collage, die nenne ich FC Pendel. Die zweite klicke ich an und nenne sie FC Maske. Und bei der, die ich FC Pendel genannt habe, da lösche ich das Rechteck. Bei der, die ich FC Maske genannt habe, da lösche ich das Pendel. Und so habt ihr jetzt zwei Objekte, beziehungsweise ein Objekt und eine spätere Maske, die genau synchronisiert sind aufeinander. Ja, und jetzt können wir eigentlich schon damit loslegen, unser Beispiel zusammen zu basteln. Ich mache jetzt weiter mit einer Flexi-Collage. Das hat einfach den Hintergrund, ich kann die Flexi-Collage später auch nochmal größer ziehen, falls das mit dem Bildübergang nicht so richtig hinhaut. Vielleicht kann ich euch das nochmal genauer zeigen. So, jetzt brauche ich erstmal mein Bild aus der aktuellen Zeit. Dann nehme ich mal das hier. Und wichtig ist, dass das Seitenverhältnis auch ausgefüllt wird und auf die Überblendung würde ich jetzt verzichten. Bei der Dauer stelle ich 10,3 Sekunden ein, weil es auch die Dauer meiner Maske und meines Pendels ist. Und jetzt werde ich hier über das Kameraschwenkwerkzeug den Ausschnitt noch so ein bisschen verändern. Einfach damit es jetzt besser in mein Beispiel passt. Jetzt brauche ich den Maskeneffekt, den findet ihr in der Toolbox bei den Live-Effekten. Und ich ziehe den Maskeneffekt in die Spur unter mein Bild von heute. So, jetzt brauche ich natürlich noch mein Bild von gestern. Und dann nehme ich hier dieses schöne alte Foto. Und das ist jetzt hochkant, ist aber gar nicht schlimm. Da stelle ich nämlich auch das Seitenverhältnis einfach auf Zuschneiden. Und dann schiebe ich mir den Ausschnitt so hin, dass es auch einigermaßen passt. Und auch hier lasse ich die Einblendung weg und passe gleich mal die Dauer an. Jetzt mal noch ein Tipp zu den Fotos, die man nehmen kann. Also ich muss ja hier auf Fotos zugreifen, die kostenlos öffentlich zugänglich sind, wo alles auch mit den Rechten geklärt ist. Aber ihr könnt natürlich das Internet durchforsten und solange es nicht kommerziell einsetzt, alles nehmen, was ihr wollt. Und da macht es sich ganz gut, wenn ihr einfach alte Fotos von Städteansichten zum Beispiel recherchiert und die als eure Grundlage nehmt und dann eben selbst ein aktuelles Bild macht oder nach aktuellen Bildern sucht. Und so könnt ihr einen viel schöneren Effekt erreichen. Oder man könnte auch alte Fotos einfach mal nachstellen, das habe ich auch schon mal gesehen. So, aber jetzt weiter im Text. Jetzt haben wir den Maskeneffekt, den Inhalt haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch die Maske und da habe ich das ja hier schon vorbereitet. FC Maske, das ziehe ich hier in den Maskenbereich. Und alles, was jetzt noch fehlt, ist das Pendel, was über allem liegt und demzufolge in die unterste Spur muss. So, und jetzt können wir uns das Ganze nochmal anschauen. Da stimmt schon fast alles. Ich zeige euch mal, was noch nicht so richtig hinhaut und wo wir jetzt den Vorteil nutzen können, dass wir gerade mit der Flexi-Collage arbeiten. Und zwar, wenn das Pendel hier schwingt,
dann sieht man, dass das hier von der Maske noch so ein bisschen übersteht. Und wenn euch das stört, ist gar nicht schlimm, dann klickt ihr hier einfach auf den roten Rand der Flexi-Collage und zieht die einfach. Ihr geht erstmal sicher, dass ihr im Bewegungsfahrtmodus seid. So, und dann zieht ihr das etwas größer, wirklich nur ein ganz kleines Stückchen oder auch so, dass es einfach passt. Und jetzt habt ihr das nicht mehr ganz so auffällig. Ja, also, das war es eigentlich schon zu diesem Beispiel. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und wie gesagt, die Vorlage folgt. Sobald sie da ist, werde ich sie hier unter dem Video verlinken. Das dauert aber wahrscheinlich noch ein bisschen. Es muss ja noch alles schick gemacht werden für euch. Aber ihr könnt gerne einfach mal in der Infobox unter dem Video schauen. Da habe ich euch das Foto, aus dem ich diese Urgrafik entnommen habe, auch nochmal verlinkt. Ja, dann bis bald und tschüss!